Wie ihr jetzt vielleicht schon mitbekommen habt, ist jetzt mein erstes Hörbuch zu Ende. Vision der Nacht, die dunkle Gabe. Und das Buch sieht echt ausgefleddert aus. Ich habe es so oft gelesen. Und hinter dem Hörbuch steckt auch wirklich eine Menge Arbeit. Also das soll jetzt nicht so heißen, dass es mir keinen Spaß macht. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Und vor allem eure ganz netten Kommentare, die ihr so geschrieben habt. Fand ich echt super nett. Und naja, jetzt ist das Buch zu Ende. Jetzt wollte ich euch mal fragen, wie ihr das so fandet, was gut war, was schlecht war, was man vielleicht verbessern könnte, was euch halt nicht gefällt, wie die Bücherwahl euch gefällt, was ihr jetzt nächstes hören wollt, alles Mögliche halt. Und ich wollte auch noch mal gleich so ein paar nette Kommentare vorlesen, die mich echt so motiviert haben. Und ja, ich wollte einfach noch mal Danke sagen dafür. Ich finde, es ist richtig schön gemacht. Hammer für den ersten Part, den du je gemacht hast. Wie alt bist du? Du musst nur darauf achten, wie die Namen ausgesprochen werden. Du hast am Anfang ein wenig gestockt, aber ich finde alles ziemlich angenehm. Hey, gefällt mir gut. Du hast eine sehr schöne Klangfarbe und für den ersten Versuch ist es schon echt gut betont. Ich kann dir keine großen Tipps geben, außer üben, üben, üben. Echt tolle Stimme. Zu dem Kommentar muss man noch sagen, dass sie, ich glaube, also auf jeden Fall mindestens jedes zweite Video von mir kommentiert hat. Und da habe ich mich auch ehrlich immer gefreut. Also wirklich richtig gefreut, weil jeder Kommentar hat mich so motiviert und ja. Cool, dass du vorliest. Ich mag deine Stimme und wollte das Buch auch total gerne mal lesen. Hast du gut gemacht. Musst unbedingt mehr vorlesen. So, das waren jetzt die Kommentare zu meinem ersten Video, die mich auch echt so motiviert haben, da weiterzumachen. Und ja, und ich habe jetzt hier, ich hatte ja schon mal ein Video hochgeladen mit Buchvorschlägen. Und was ihr mir so am häufigsten gesendet habt, waren halt die Bücher. Wartet. Die Bücher Im Schatten des Dämons, was auch echt ein gutes Buch ist. Dann noch der zweite Teil von Vision der Nacht. Und das war Plötzlich Fee und Zickenjagd. Und würde ich jetzt von allen Büchern mal kurz hinten den Klappentext vorlesen, damit ihr euch vielleicht so mir mal schreiben könnt, was so als nächstes so am besten wäre, so für euch. Ja, dann mache ich das mal, ne? Vision der Nacht. Der geheime Bund. Lisa J. Smith. Kate, Rob, Gabriel, Louis und Anna sind auf der Flucht von Mr. Zetis. Ihr Ziel, ein geheimnisvoller Ort, den sie nur aus ihren Träumen kennen und der ihnen Erlösung von einem tödlichen Band verheißt. Auf dem Weg dorthin dürfen sie niemanden trauen. Dann entdeckt Kate, dass auch Gabriel ein dunkles Geheimnis in sich birgt. Josie ist klug, schön und beliebt. Gemeinsam mit ihren drei Freundinnen gibt sie in der Schule den Ton an. Wen die Clique nicht leiden kann, der hat gar nichts zu lachen. Ines dagegen hasst ihr Leben, den heruntergekommenen Bauernhof, auf den sie mit ihrer versoffenen Mutter und deren ständig wechselnden Freunden lebt. Ihr unscheinbares, plumpes Äußeres, den täglichen Spießrutenlauf in der Schule. Aber als ein tragischer Unfall geschieht, ändern sich die Rollen. Und Ines wird klar, dass sie nicht mehr ohne Josie leben kann. Das Böse hat seine guten Seiten. Die Arena-Thriller. Im Schatten des Dämons. Brigitte Meltzer. Als die junge Kate vor dem Ertrinken gerettet wird, kann sie sich an nichts mehr erinnern. Düstere Visionen quälen sie und die entstellenden Narben auf ihrem Rücken lassen Schlimmes erahnen. Hilflos durch ihren Gedächtnisverlust gerät Kate in eine Intrige und wird als Mörderin zum Tode verurteilt. Ausgerechnet der grimmige Söldner Death hat die Macht, sie zu befreien. Und obwohl er insgeheim Gefühle für Kate hegt, glaubt auch er, dass sie schuldig ist. Plötzlich Fee, Sommernacht, Julie Kagawa, Julie Kadaver. Das übe ich nochmal.
Julie Kagawa. Kagawa. Julie Kagawa. Plötzlich fiel Sommernacht von Julie Kagawa. Schönheit ist die tödlichste aller Gefahren. Megan Chase wird 16. Sie wünscht sich nichts sehnlicher, als ihre wahre Liebe zu finden. Bis sie an ihrem Geburtstag in die verwunschene Welt der Feen gerät und Ash begegnet. Dem Prinzen mit den eisblauen Augen, ihrem Todesfeind. So, jetzt einmal eine Nachricht oder. So, jetzt einmal eine Nachricht an mich oder eine Antwort in die Kommentare, was ihr als nächstes gerne hören wollt oder ob ihr überhaupt noch was von mir hören wollt. Ja. Und ich wollte nochmal Danke sagen, dass ihr das so fleißig abonniert, anguckt, liked, kommentiert. Keine Ahnung was. Es motiviert oder mich auch anschreibt und irgendwas fragt. Und ich denke die ganze Zeit so, ja, bin nur ich. Ich habe nichts gemacht. Danke. Also echt danke nochmal dafür. Wenn ich mir so überlege, dass sich so 83 Leute, die mich abonniert haben, sich das angucken, was ich hier mache, das ist schon echt. Ja, das freut mich voll. Und jetzt wollte ich noch einmal so, falls ihr irgendwie Fragen habt, ich würde auch so ein Frage-Antwort-Video machen. Also auch Fragen ruhig unten in die Kommentare oder als Nachricht an mich. Und dann mache ich ein Video und beantworte eure Fragen. Also, falls ihr Interesse an sowas habt. Naja, das war's auch wieder von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, irgendwas. Und ja, tschüssi!